Hallo, der Bitcoin-Beobachter ist wieder hier. Ja, und für den Moment sieht es relativ gut aus. Es gibt, wie man hier sehen kann, keinen weiteren Kurseinbruch. Wir haben jetzt mit 34.850 Dollar ungefähr den gleichen Preis für einen Bitcoin wie gestern um diese Uhrzeit. Ja, es geht natürlich immer so ein bisschen hoch und runter. Es lag teilweise auch schlechter als jetzt. Aber es scheint sich tatsächlich jetzt so bei den 35.000 Dollar einzupendeln. Zumindest für den Moment, vielleicht auch für die nächsten Tage. Das wird sich dann in Zukunft zeigen müssen. Die Frage ist nach wie vor, wie geht's weiter? Gibt es eine weitere Kurskorrektur nach unten? Das wäre durchaus möglich, denn wenn man bedenkt, im Oktober waren wir noch, ich weiß jetzt nicht die Daten, die Zeiten ganz genau, aber zum Beispiel Oktober waren wir noch weit unter 18.000, ich glaube 12.000 rum, ne, war mal eine Zeit. Und dann fing das nachher an im November. Glaube ich, machte erste Bewegungen in die Richtung 18.000, die dann im Dezember erreicht und überschritten wurden. Und ja, seit Anfang Januar hatten wir über 40.000 Dollar. Das sind natürlich schon immense Preissteigerungen. Wenn man jetzt von 12.000 Dollar ausgeht, ist das schon fast eine Vervierfachung. Das ist natürlich nicht unbedingt normal. Es ist in diesem Kryptomarkt üblich, dass es sehr starke Schwankungen gibt, aber wenn natürlich das plötzlich so stark hochgeht, muss man wirklich damit rechnen, dass es eine Korrektur nach unten gibt. Aber wir, und das, da erwarte ich ja jetzt auch noch drauf, aber wir haben zurzeit tatsächlich eben auch die Situation, es gab im Oktober, glaube ich, war es ein Bitcoin-Halving. Ja, das heißt also, beim Mining von Bitcoin sind die Erträge dann nur noch halb so viel wie vorher. Das hat was damit zu tun, dass eben insgesamt sollen es, glaube ich mal, wenn alle Bitcoin geschürft sind, 21 Millionen Coins geben und niemals mehr. Und damit die nicht zu schnell geschürft werden, halbiert sich alle, ich weiß es nicht, alle 6 bis 12 Monate. Eben der Ertrag beim Mining. Und dadurch wird natürlich das Erzeugen neuer Bitcoins schwieriger, also aufwendiger. Wenn man dieselbe Menge wie vorher haben will, muss man doppelt so viel Energie reinstecken, so ungefähr. Und das wirkt sich natürlich dann auf den Bitcoin-Preis auch aus, weil einfach bei vielleicht gleichbleibender oder sogar steigender Nachfrage nicht mehr so viel Bitcoins nachgeschürft werden können. Und wir haben eben halt auch viele Großinvestoren, die jetzt möglicherweise aufgrund dessen in den Bitcoin-Markt eingestiegen sind, sodass man natürlich hier die Frage bleibt, wie weit muss denn eigentlich der Bitcoin-Kurs fallen, um eine ja, vernünftige Preiskorrektur zu haben. Das ist, glaube ich, zurzeit sehr schwierig, auch für Experten abzuschätzen. Da gibt es verschiedene Berechnungsmodelle. Ja, die einen sagen, der Bitcoin hat einen Wert von um die 20.000 Dollar, andere meinen, er müsste 50.000 Dollar wert sein. Ja, man sieht also, es gibt da keine exakte Möglichkeit, das genau zu prognostizieren, wohin wird die Reise gehen. Deswegen, man wird es weiter beobachten müssen. Also ich glaube, es kann tatsächlich auch in den kommenden Tagen wieder nach oben gehen. Aber man muss auch mit weiteren Kurseinbrüchen rechnen. Was genau passiert, sieht man dann immer zur aktuellen Stunde, wenn es passiert. Ich werde darüber berichten und wünsche euch einen tollen Tag. Bis zu meinem nächsten Video. Auf Wiedersehen.